Ja, aber wo, nein, wo Gag? Also. Es ist ein Karton. World of Ein Productions proudly presents. Der Top 25 noch so einfach die Gags of all time bisher. Nach einer spontanen Idee von Herodes wurde von Robin diese subjektive Liste erstellt. Viel Spaß! Time to say goodbye. Ich liebe euch. Platz 25 hat der Trolling Singer geschafft, die auf einem Postauto hinten wegfährt. Ja, wo ich mir ehrlich gesagt denke, Alter, nicht, dass der da runterkippt. Also ich hätte das wahrscheinlich nicht gemacht. Also doch, hätte ich schon gemacht. Jetzt gibt doch mal diepe Insights und ich. Ich war doch nicht dabei. Na gut, aber das ist ja. Ja, na gut, das ist ja jetzt kein Insight. Das ist jetzt so stellvertretend für alle Trolling Singer Videos. Und das ist ein geiles Outro von vom Trolling Singer 5 gewesen. Okay. Und das ist geil. Ja. Weil der Typ, das ahnt man vielleicht nicht, wenn man den Clip sieht, aber der Typ wusste. Der Typ wusste nicht, dass Kalle da hinten drauf steht. Und das ist. Ich bin der Postbote, ich bringe die Pakete. Singt er da wahrscheinlich? Nein, er singt Time to Say Goodbye, weil es das Outro vom Video ist. Echt gut. Ja, im Endeffekt weiß der Fahrer das gar nicht, dass er hinten drauf steht. Und wenn er dann versucht, seine Pakete auszupacken, steht er einfach in Kalle. Also, ich musste. Imagine, du willst einfach nur deine unschuldigen Pakete rausräumen und da steht plötzlich so in Kalle. Wie auch unten rechts diese Leute ganz fasziniert sind von diesem kleinen Schauspiel. Alter, wie macht man denn hier einfach, dass das sich loopt? Ernsthaft? Geh mal aus dem Vollbild raus, dann hast du mehr Sachen eingebaut. Ah, Tatsache. Geil, danke. Geil, oder? Dankeschön, das war technische Assistenz. Ja, ey, es konnte keine Top 25 geben ohne Trolling Singer, also Feierabend jetzt. Du brauchst dich für deinen Platz nicht rechtfertigen, übrigens. Der steht einfach auch faktisch auf dem Auto drauf. Der steht auf dem Auto und fährt weg, das ist ein Gag. In der Tat. Man muss einer der 25 Besten. Man muss dazu sagen, ich habe jetzt auch nicht die witzigsten, sondern die besten Gags. Weißt du, das ist nicht das Gleiche. Ich finde, was ein Gag gut macht, ist anyways. Halt's mal, ey. Ist eine heiße Sache auf der Spur, was Lustigkeit betrifft. Ah, das ist ein ganz altes Video. Das war einer der Videos, da war ich glaube ich noch gar nicht im Team, wo ich das gesehen habe. Ja, das war tatsächlich ein guter Gag. Weil der ist so unschuldig. Ja, der Tod einfach auch mit so einer Gartenschürze. Und ja, dieser Gag tut auch im Wesentlichen kein weh. Ich mag ja unschuldige Gags. Und da hinten ist eigentlich der wahre Künstler, ne? Ja. Der hat es nicht zu 1 Million Abos geschafft. Assi. Ne? Zum Glück haben wir das geschafft. Einfach ein bisschen Gartenarbeit machen. Ja. Also ich weiß, seitdem blühen die Blumen da wirklich schöner. Also ich fand es einfach gut, weil das ganze Video war das allererste, was so richtig düster war und ganz am Ende wird es halt dadurch aufgelöst und das ist schön. Es ist schön. Ist auch, glaube ich, der längste Clip von allen, die ich hier drin habe. Übrigens sieht man auch gerade diese Überblende vom Schwarz-Weißen ins Bunte, da erlebt ja auch die Musik eine Zäsur und fadet über ins Schöne. Hier sieht man noch so eine... Das ist einfach ein Gag. Und da guck mal, wie der Gag ist, dass ich hinter denen so richtig aggressiv hacke. Aber ich mache ja eigentlich nur über den Blumen rum. Ja. Und die fürchten um ihr Leben. Ja. Ist ein Gag, ja, in der Tat. Ja. Wir sterben gerade en masse Schelme. Aber es ist auch irgendwie, es unterbricht das Treiben nicht wirklich. Also die Stadt dahinter funktioniert auch wenn da eine absurde Szene ist. Das könnte auch sein, da macht man einen Gag vorne und auf einmal bricht die Stadt einfach zusammen. Weißt du, klappt nicht einfach. Flammen aus. Ja. Na gut, nächster Platz. Können Sie richtig auch zu den Grünen? So richtig? So richtig? So richtig. Na, weiß ich nicht. Ja? Warum? Ah, die Grünen! Die Grünen! Schwitz! Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich den Witz sogar installiert habe und gesagt habe, hey, du meinst irgendwie mit diesem toten Baum? Genau, wir waren auf dem Marktplatz und haben diesen Maibaum gefunden. Das war halt kurz nach dem 1. Mai, irgendwie 12. oder 13. oder was weiß ich. Und damit müssen wir was machen. Der liegt hier einfach so rum, der ist einfach 10 Meter lang. Das ist ein Gag.
Aber ich glaube zumindest, dass ich vorher gesagt habe, die Grünen sind da, weil ich ja auf dem Weg da. Dann habe ich wahrscheinlich nur gesagt, ey, können Sie diesen Baum mal retten oder irgendwie sowas in die Richtung. Genau, und hier sieht man auch das erste Beispiel von Clips, die alleine schon ein Video waren. Ja, mhm. Bei Trolling Singer zum Beispiel ist ja nicht ein Einzelclip gewesen, aber das ist das ganze Video und es ist einfach ein guter Gag. Ja. Ja. Hat es nur auf die 23 geschafft, aber ist trotzdem Banger-Gag. Bevor du jetzt weiterschaltest, habt ihr drüben schon reagiert? Nein. Dann haben wir als nächstes... Wir sollen ja nicht dazwischen reden und die Tür öffnen. Okay, gut. Ah, der Fahrstuhl zu sein. Was? Die Tür. Ja, das wäre gut. Zu, ne? Ja, nur wegen dem Ton, damit er nicht doppelt zu hören ist. Ja. Wieso hört man den dann doppelt eigentlich? Ja. Na, einmal auf der Kamera. Oh, Alter, Robin, du sollst doch nicht auf so einen Scheiß eingehen. Wir sind die Fahrschüle. Sind wir sicher denn eigentlich? Ja. Okay. Okay. Also. Die beiden Fahrstühle. Beziehungsweise die drei Fahrstühle. Wir drehen jetzt die perfekte Comedy-Char-Show. Ich hab das immer noch nicht so ganz verstanden. Wie geht das? So ein hässlicher Mensch. Ich will ja gar nicht zu. Ja, eben. Es ist, wenn ich auch andauernd sage, dass ich das witzig finde, ich stachel dir nur an. Ne? Das ist ja das Dumme. Oh Gott, ey. Ich finde es einfach so geil, wie das aufgeht. Und das ist so ziemlich das absurdeste Setting, was wir je in einem Fahrstuhl gemacht haben. Ah. Und, aber ich als Leiche so reagiere von wegen, warum stört denn der uns jetzt hier gerade? Das, ja. Das triggert so hart meinen Funny-Zentrum. Ja, doch. Vor allem, ich weiß nicht, wie lange hat das gedauert, das aufzubauen? Viel zu lange, Alter. Das und da hatten wir auch echt richtig Muffensause, weil das halt so ein Aufwand war. Wir haben ja, hier, guck mal, wir haben das komplette Ding ausgekleidet. Hm. Und wäre da jetzt der Hausmeister gekommen oder so, alles wieder abbauen. Unabhängig davon, dass es alles verjährt ist, habt ihr das wieder sauber gemacht komplett? Wie in natürlich. Okay. Und die Reaktion ist so, nicht schon wieder, ey, die Filmgeschichte, Scheiß. Ja, die Reaktion könnte vielleicht besser sein, aber wie gesagt, wir hatten so einen Shit da aufzubauen und der Clip an sich ist trotzdem länger. Fahrstuhl immer gut. Fahrstuhl ich. Immer gut. Nachruf, der Fahrstuhl ist nicht mehr. Vielleicht kannst du ja dazu noch ein Video machen. Ich ja, so finde es schade. So ein trauriges ja. Der Fahrstuhl ist leider nicht mehr. So ein Nachrufvideo, ja. Na gut. Die Bushalte. Die Bushalte, natürlich. Das ist einfach nur so absurd, dass die Polizei wegen so einem Scheiß ankam, deswegen musste das hier mit rein. Hey, was war denn da? Naja, der Busfahrer hat gesagt, hier ist ein Bekloppter, der hat da ein Klo hingestellt. Ja. Ich habe ja die Zelle aus Hannibal nachgebaut. Und da lässt man dann die Ordnungskräfte anrücken. Und die haben dann, ich glaube, die hatten ja eine Kamera gesehen. Aber warte mal, du hast jetzt nicht wieder kurz bevor der Clip outfaded nochmal das Nummernschild doch gezeigt, oder? Das ist hier schon beim letzten Video mal gelungen. Warte. Das liebe ich. Das mag ich, das passiert ja nicht. Das ist dir bei dem Video für den Otto. Hast du auch, der Clip fadet da aus, aber die Zensierung von dem Nummernschild fadet mit aus, weil dann hier EF sonst das Nummernschild super lesen können. Ja, das sind ein paar Personen des öffentlichen Lebens. Also hier auf jeden Fall die absurde Idee, die Zelle von Hannibal nachzubauen in einer Bushaltestelle und das da alles hinzutragen. Ist vielleicht nicht der witzigste Moment, aber die Idee an sich fand ich so geil. Das Polizeilein, der veranrückt, ist ja schon bescheuert genug. Und vor allem machst du ja wirklich nichts, was nicht erlaubt ist. Du stellst Gegenstände hin, nimmst sie später wieder mit. No. Wo soll das verboten sein? Grobmüll. In der Tat. Naja, nie. Aber ja. Platz 20, hier geht es los. Assassin. Das ist leider mies, weil das habe ich nicht gut gefilmt. Naja. Einige haben angenommen, dass der Brunnen leer ist. Und der war in der Tat voll mit Wasser. Ja. Und es war schweinekalt. Man sieht ja dieses Wasser da aus dem Brunnen rausleiern. Also das geht schon. Aber es ist, glaube ich, der kürzeste von allen Clips, die ich hier drin habe. Aber der musste einfach rein, weil diese Absurdität... Das war großartig. Du hast den kompletten Platz auch beschallt. Jodina, jodina, Danke, dass du meine Viewtime streckst. Da kann ich mehr Werbung reinmachen. Ja.
Nein, das ist tatsächlich ein Song, den hat unser Opa immer gesungen, der Opa Heinz. Mhm. Ich glaube, der Heinrich hat geklingelt. Ja, dann mach den mal auf. Wie er mit diesem scheiß Kopf durch die Tür guckt, ey. Macht ihr da Kuschelen? Wir gucken die Top 20 noch der Raffetür von Clips und reagieren. Die Top 20 gucken wir, ganz wichtig. Ja? Dass die 25 Fragen habt ihr jetzt unterschlagen, damit diese nicht explodiert. Muss zu sein, weil wir nehmen das überhaupt. Immer wenn ihr Fragen habt, könnt ihr kurz die Tür öffnen. Natürlich. Es ist gut, dass wir uns hier so ein bisschen von dem Abschauen distanziert haben. Wow, geil! Von wegen soziale Courage. Ja, habe ich bei Millionärs mal erzählt. Ich weiß. Das war damals waren soziale Experimente doch soziale Experimente, obwohl du genau dieselbe Scheiße machst wie Leon Mascher. Hallo? Das mit dem Bein ist aber übelst geil. Guck mal, Kumpel. Jetzt verstehe ich zumindest mal den Clip. Ist der beste Clip in dem Ding und es ist natürlich der härteste. Und man hätte das auch noch dreimal machen können und dann jemanden erwischen können, der komplett einen psychischen Zusammenbruch kriegt. Aber ich fand das okay, dass... Ja, der Clip war gut genug, da muss man sich ehrlich machen, wir haben in Kauf genommen, dass zum Beispiel diese Frau, der jetzt nachts und abends sehr lange drüber nachdenkt. Ja. Also, es gibt im Namen, ist ja alles verjährt, ich meine, die ist wahrscheinlich auch schon tot. Benny und Jules. Guck doch mal, wie das Bein wegbricht, Alter. Es sieht halt echt realistisch aus. Also nicht, dass das Bein... Ich sag mal, das sieht kurz realistisch aus und dann merkt man ziemlich schnell, und so, aber... Ich bin halt noch am Telefon, so, mein Bein ist kaputt. Da hat gerade jemand mein Bein weggetreten. Warte mal kurz. Ich tu dich mal auf Alter. Ich mach dich mal auf laut, warte kurz. Das muss jetzt erstmal ausdiskutiert werden. Ja. Nee, aber... Ich würd ja mit der Herrin, aber... Das ist ja voll der Kopf. Das ist ja super unterhaltsam. Also, warum hast du dieses Telefon ganz in der Ohr? Das weiß ich nicht. Das erste Reaktion so. Scheiße. Aua, mein Knie. Hast du den Notarzt direkt da? Ist doch schön. Sicherlich, hast du den gerade zufällig an der Strippe. Schon mal Prophylaxe. Prophylaktisch den Notarzt gewählt. Mach ich auch mal, wenn ein gefährlicher Typ auf mich zukommt, erstmal Notarzt für den Fall, dass er mich angreift. Ja, es gibt auch so Telefonnummern für Frauen, die abends Angst haben. Ja. Aber es war ja offenbar tags und da war auch eine Frau. Also vielleicht war es das, aber ich glaube, sie wird das in Zukunft brauchen. Also. Wir drehen uns hier im Kreis. Es ist ein guter Clip, Hitmans zweitmeistgesehene Video. Krass. Ja, weil auch jetzt halt ein neues Hitman-Spiel kam. Und ich glaube, dieser Clip hat auf jeden Fall da einen großen Grund für, weil der einfach Banger ist. Werbeeinnahmen rasseln auf mich ein. Okay. Das kannst du auch out of context so einblenden. Das ist immer das, was man in diesen Chartshows hat, dass einer raus erst mal reingefahren kommt und erstmal so macht. Und da kannst du jetzt an dieses Leute gleich am Anfang machen. Okay, mach ich. Regieanweisung. Für Robin im Schnitt gleich. Natürlich! Der Traffic Maestro. Ja, das ist für mich einfach ein Classic. Das ist ein All-Time-Classic. Das ist auch mit Geburt Nosferatu. Ja, die Idee ist halt nicht so, haha, Schenkelklopfer, aber die ist halt so. So dumm und gleichzeitig klug, dass sie auf jeden Fall hier rein musste. Ja. Und ist aber eins der wenigen Videos, wo eine Idee ganz oft gemacht wurde. Was ich aber okay finde, weil sich der Kontext ändert. Also da Kreuzung, Bus und dann dieses Auto, was ganz lange steht, wo eine Uhr in der Ecke ist. Eine viel zu große Uhr. Anyways. Die super hässlich ist, aber ja. Aber der geht wahrscheinlich auch stellvertretend fürs ganze Video, schätze ich. Natürlich, ja. Die filmt einfach den Kameramann. Also ich finde es natürlich witziger, wie du diesen großen Bus da dirigierst und davor stehst. Die Szene finde ich tatsächlich witziger. Ja, aber also ich sag mal, vorm Bus stehen ist halt weniger dirigent als hier an der Kreuzung, genau in der Mitte einer übelst stark befahrenen Straße. Ja, das ist eher so Verkehrslotse, ne? Ja, aber halt als Dirigent, so witzig. Ja, da versteht. Aber jetzt Schelmstod. Schelmstod, ja. Wieso läuft das so ungefähr 20 Mal? Das habe ich mir auch schon gefragt. Da habe ich vorhin mal kurz die Tour gelaufen, um das zu erfragen, aber ich habe keine richtige Antwort bekommen. Hallo? Ja. Oh, jetzt seid ihr erschrocken. Squid Game. Warst du nicht dabei? Das ist richtig. Wie siehst du das als Außenperspektive? Also ich finde, ich hätte Probleme gehabt, den Pizzamann so lange
im Kalten zu lassen, also im Unwissen zu lassen. Ja. Weil er ist ja dann auch so, was ist mein Geld? Ich fand gerade den Moment, die Tür dann zuzumachen und er steht draußen, der ist der Moment für mich. Also solange die Tür auf ist, ist es okay, ja, ich weiß cool. Nicht. Es ist natürlich witzig alles, aber in mir kommt ja so dieses Mitleid hoch für den Typen so. Der, ach, der ist witzig. Ist aufgefallen, dass die Tür in dem Video auf ist? Die hier, in der Tat. Ist nicht normal. Ich weiß nicht, also es schlägt natürlich in eine Kerbe, die es schon gibt. Also ich glaube, dieses Pizzabote ja, kommt natürlich. Ja, Pizzabote gab es auf jeden Fall schon, ja. Aber also da liegt eine Leiche und so. Und das genau, in dem Kontext ist es halt geil. So. Ja. Die verkaufen halt in der Serie quasi die von den Leichen die Organe. Ja. Und ich finde, alleine der Aufhänger der Pizzabote kommt ja und will dir was geben, aber hier bekommt er was quasi als Bote. Das macht's für mich halt so witzig. Doc, Doc, Pizza! Jetzt hör auf mit deinen hässlichen RTL-Einspielern. Nee, die kommen jetzt übrigens jedes Mal mit den RTL-Einspielern. Okay. Ey, wisst ihr zufällig, ob das das Schloss Belvedere ist oder wie das heißt? Keine Ahnung. Okay, aber da hinten ist doch, das ist doch Goethepark, oder? Ja. Okay. Und habt ihr sonst noch heute Abend was vor? Ich habe nämlich ein riesen Rohr an meiner Hose. Da ist es. Ah. Machen wir jetzt jedes Mal, wenn ein neuer Clip kommt, machen wir erstmal A. Das Rohr. Das Rohr. Ich habe ursprünglich gedacht, ich würde es höher ranken, aber dann habe ich noch mal ein bisschen drüber nachgedacht und es ist immer weiter nach unten gerutscht. Ich meine, Top 16 ist immer noch ein bisschen hoch. Ne? Ey, aber ich finde den Clip tatsächlich, ich glaube, ich finde den individuell. Da gibt es Leute, die finden den richtig gut. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal, der Gag ist vorhanden. Vor allem, die sind jetzt zuerst so, lass uns in Ruhe. Hallo? Ist die Kamera live? Nein. Ach so. Ja, es ist halt dieses typische, da sind junge Mädels und jetzt hat er einen dummen Anmachspruch gemacht. Genau. Aber genau das ist es ja, was es so gut macht. Und da haben wir auch wieder dieses Ding. Da haben wir auch wieder dieses Ding von wegen, ich finde irgendwas aus Pappe. Und ja. Oh, das ist eine skurrile Größe oder eine skurrile Form. Das muss ein Video finden. Ey, ohne Scheiß. Ich weiß nicht, ob ihr Fans das wisst. Also Robin und Pappe, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie so eine Long-Term-Relationship. Immer mehr, wenn irgendwas aus Pappe da ist. Oh, Alter, geil. Pappe. Ich erinnere mich noch, als ich hier in diesem Karton saß und du dich einfach eingeschissen hast und ich habe es nicht verstanden. Kannst du auch, wenn es gerade zur Hand hast, nur einblenden, weiß ich nicht. Ja. Wir haben uns ein richtig gutes Feature überlegt für diese Folge. Wir haben hier so ein... Ja. Ich bin wieder mal der, der den Gag nicht versteht. Da gehen wir jetzt rein und podcasten. Also ich wünschte, ich hätte diesen Spaß, den er gerade hat. Es ist zu eng, scheinbar ist das lustig. Es ist einfach viel zu eng. Im Podcast. Wenn ich da mit diesem Glas sitze und denke, oh Robin, was, ich verstehe es nicht. In der Tat, ich sitze in meinem Karton. Ja, aber wo, nein. Wo Gag? Also, es ist ein Karton. Ja. Es ist ein Karton. Ja, soweit der halt relativ groß ist für einen Karton. Ja. Aber wenn man sich da zu zweit gegenüber sitzt drin, ist der halt sehr klein. Und dann machen wir den auch noch zu. Sitzt in dem Karton drin? Ich glaube, da fehlt mir ein Gen. Ganz kurz, an alle, die das nicht witzig finden, sagt mir mal, ob ihr Koriander auch ekelhaft findet. Vielleicht ist das dasselbe Gen. Da haben wir Jurassic World in Real Life. Klar. Auch hier. Ich sehe jetzt auf jeden Fall ganz Stress, die sich richtig freuen, weil die ist ja so ein richtiger Dino-Friend. Und die mag das bestimmt. Also hier geht es mir auch nicht darum, dass das mega witzig ist, aber es sieht einfach so episch aus. Also die Szene gibt es halt so in dem Jurassic World im ersten Film. Und mit dem fucking Leuchtfeuer und der diesen Sauer, es ist einfach dieser perfekt. Jogger ist auch völlig, weiß nicht, ob Jogger ist so ein Typ, der es eilig hat. Ist auch völlig am Rumkegeln. Ja. Wow. So hässlich auch immer schon. Oh, ja, Maggie. Die war. Oh. Die haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Die Maga. Die studiert in Berlin. Ja, ich weiß.
Ja, also ist wegen, nur wegen der Epic quasi drin, aber also der ist halt ikonisch. Und okay, dann sag ich links und rechts das grüne Zeug, das ist einfach, das sieht auch schön aus, finde ich. Ja, ich finde auch, wenn man an Jurassic Park denkt, denkt man als allererstes an Fahren. Und ich denke, da dieser Clip hier es reingeschafft hat, ich vermute, dass ein gewisser Feuerlöscher nochmal... Feuerlöscher? Nicht? Kommt das noch? Weiß ich nicht. Ist auch ähnlich episch. Man weiß es nicht. Wir gucken mal. Moment. Ganz kurz, Maggie ist in hochhackigen Schuhen gerannt. Das möchte ich hier nicht unerwähnt lassen. Sieht man nicht? Sieht man doch. Ganz am Anfang sieht man es kurz. Chris Tepke. Gut. Hallelujah. Any report of gay people today? No, none of them. Have you seen gay people? I bring them some hallelujah. No. Okay. Have you a document? What? Ach, die Spaghetti. Oh, das ist schief gegangen. Die Spaghetti. Ach, ist schief gegangen. Also, da geht's jetzt auch weniger um dieses, hey, habt ihr Schwule gesehen, sondern alleine der Gag. Wir bauen aufs fucking Spaghetti, weil haha, wir sind in Rom, eine Waffe. Die auch noch richtig gut aussieht. Die sieht wirklich geil aus. Ich will's gar nicht falsch sagen, aber ich glaube, Franz hat die gebaut. Wanna touch my spaghetti? Ja. Finden Sie das witzig? Joa. Nee, wie war das? Are you insane? No. You know what you're carrying? Yeah, Spaghetti. You're insane. Okay, I'm sorry. Man hat den Gag nicht verstanden. Das ja, aber ganz am Ende. Der Polizist fragt auch immer so und Kalle sagt dann so, nee, genau, ist das eine Waffe? Und der sagt so, nee, ist ein Spaghetti. Ach so, you find funny this? I don't find funny this. Okay. Okay, vielleicht auch sowas. You find funny this? I don't find funny. Okay, okay. Rom, in der Kirchenstaat da drinnen, 250 Meter groß, Quadratmeter groß. Wie heißt der Laden? Von der Kirche. Die haben da so ein eigenes Gebiet in Rom. Vatikan. Der Vatikan, exakt. Das, was sie da drinnen gesagt haben. Ich meine, das ist mir selber eingefallen. Aber das war auch im Kontext von irgendwelchen Sachen? Ja, die hatten neuen, von Jahr oder so? Der Vatikan hatte einen neuen Skandal, dass da irgendwie so Escort-Leute rein rausgegangen sind. Oder ein Escort-Typ hat irgendwie mit 30 Priestern da drin Sex gehabt oder so. Mhm. Und nach außen hin war es halt dieses, ja, Schwule sind böse. Und deswegen halt mit der Waffe hin, habt ihr irgendwo Schwule gesehen? So. Ah. Und die laufen halt alle wirklich da so rum, weil der Vatikan ist halt super hoch. Da läuft halt Militär rum mit Maschinenpistolen. Mhm. Und ja. Das war der schicksalhafte Moment, an dem wir die Ninja-Robe verloren haben. Musst du da nochmal anrufen, würde ich sagen, und frag, ob du die wiederkriegst. Ich meine, wir müssen die da ja irgendwo haben. Habe ich schon gemacht. Ach so. Auch hier, Alter, oh, das finde ich innerhalb des Videos so geil. Ganz kurz, Welcome to Vatican City. Am Anfang des Videos von Rom singe ich halt diesen Song und so, Welcome to Rome. Und der Vatikan ist ja ein eigener Staat. Mhm. So. Und dann am Ende wird halt der Bogen in dem Video so geil gespannt, so Welcome to Vatican City, wo halt das alles so unentspannt ist. Mhm. Weißt du? Und dann. Dü, 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 dü. Man hat den Gag nicht verstanden, ja, oder? Ja. Perfekt. Da. Oh, danke schön, danke schön, danke schön. Wobei, bei diesem Clip muss ich sagen, habe ich ein bisschen vergeigt. Nee. A, weil ich viel zu spät in die Knie gehe und B, weil ich das Auto hupt und ich so, oh, schnell weg. Ja, genau das. Es ist mit Abstand der beste Clip in dem ganzen Video für mich, mit großem Abstand. Diese Schulterrolle auch. Du hältst das Schwert halt auch am äußersten. Sorry. Das ist alles so großartig. Und dass in dem Moment die Musik aussetzt, das ist einfach perfekt, weil das ist auch im Film halt so ein epischer Moment. Und hier wirkt es auch erst noch episch, ne? Und dann so der erste, aha, okay, es ist eine Konfettikanone. Und nee, dann halt dieses Hupen und du läufst halt einfach und hältst das Schwert auch so ganz komisch. Du hast gesagt, wie soll das in deinem Rücken geben? Wenn wir mal rum. Ja, also es ist ja, man könnte argumentieren, dass das eine Waffe ist und dass das in der Öffentlichkeit vielleicht nicht so cool ist, aber es ist alles verjährt. Ist das Herodesen? Ja. Also ich liebe den Clip. Ist nicht der meistwiederholteste Clip. Der meistwiederholteste Clip, man sieht das ja unten, ist tatsächlich, wie du dem Typen die Pillen anbietest. Okay. Aber nicht, damit ich umkippe, oder? Nee, in der Gasse. Ja.
Nun gut. Das ist die Hochzeit in Paris. Die Hochzeit in Paris. Da wurde nach kurzer Zeit eine Scheidung eingeleitet. Ich denke auch. Hey Kalle, möchtest du diesen Menschen überhaupt wirklich heiraten oder willst du welche mit mir mit? Ja, ich denke, du bist der hübschere Tschüss-Gier-Mensch. Hat sie sich so gedacht. Genau. Genau in der Stimmart. In der Stimmart. Ich muss sagen, das wäre für mich auch fast eine Position für einen Top-10-Clip. Weil, also von der Witzigkeit her finde ich den überragend. Wo sind wir gerade? 12. Oh, okay, ja. Aber, wurde da eben eingeblendet. Das war halt super spontan und ich glaube, man hätte sogar noch mehr machen können. So. Und deswegen, also weißt du, ich will halt hier auch Gags, die man sich quasi vorher wirklich bewusst überlegt hat, würdigen. Und der war halt so spontan, aber es ist einfach mega gut. Aber sie guckt ja direkt in die Kamera, ne? Als ob sie wüsste oder sich denken würde, oh, das ist vielleicht Teil des hier gerade ablaufenden Programms. Ja, und er findet sie offenbar nicht total witzig. Und sie denkt so, ja, wird schon so. Also sie will ihn ja gar nicht jetzt flachsen. So. Sie denkt wahrscheinlich einfach, ist Teil, wie gesagt, der Hochzeit. Irgendwie hat sich wieder was Kleines überlegt oder so. Und wahrscheinlich hat das jetzt vielleicht noch so eine Auseinandersetzung geführt. Wahrscheinlich. Umgelaufen, den Clip oder den verstehe ich. Ja. Fühle ich auch ein bisschen. Was ist denn in dieser Konstellation? Der da hinten. Okay. An dem Kofferraum. Ah, natürlich. Der gerade Gutes gekauft. Gut und günstig einkauft. Aber es wäre auch nicht das erste Mal, dass Leute denken, dass das geplant ist. Es gab auch beim Trolling Singer schon mal so eine Szene, wo Kalle irgendwie so singt und so eine Frau so, oh, was? Weil sie gerade sich in dem Moment genau an der Ecke mit dem Typen treffen wollte. Mhm. Und sie so, oh, was? Du hast das hier für mich gemacht? Und es war halt ja. So. Und vielleicht ist das sehr, sehr ernüchternd. Ja. Aua. Aber top. Ja. Bester Clip in Rom, in Paris auf jeden Die Fall. Braut, die sich geklaut wurde. Das geht gar nicht. Was ist das? Zahnbürste in real life. War das das? Nee, das ist How to Shit. Das ist. Ach so! Ist halt ein bisschen Vorgeplänkel, was du jetzt hier gerade siehst, aber die Szene, die gleich kommt, die ist halt schon sehr ikonisch. Die ist so ikonisch, dass. Meine Pizzalieferantin mich darauf angesprochen hat. Ey, jeder hat das irgendwie gefilmt gefühlt. Und wir haben das auch Leute geschickt, ey, ist das hier nicht dein Kumpel hier, dein Typ und was? Ey, so, ja, ich war da auch in Köln schon leider, ne? Ja. Und du hast mir davon auch nicht so viel erzählt, ne? Und dann alle schicken mir das, ist das nicht Robin und was nicht alles? Und so, ja, das ist ja... Das war so, glaube ich, das letzte Jahr, wo Facebook relevant war. Und da war das richtig hart rumgehypt. Das kann sein. Hast du das Klo noch? Ich habe das Klo nicht mehr, nein. Ich hatte die Idee halt schon irgendwie über ein Jahr. Dieses scheiß Klo lag ein Jahr lang in meinem Keller, bis ich die zündende Idee hatte. Also ich wusste, dass ich quasi auf dem Skateboard Klo fahren will, aber du brauchst halt eine Prämisse. So. Und dann kam diese Prämisse und dann, okay, Franz, wir wissen. Und es ist wirklich richtig geil. Das Klo ist besetzt. Die Zeitung für sich, die Zeitung macht's ja. Für mich. Ist ja auch absolut... Ich weiß nicht, das ist halt klein, aber auch so self-containing sozusagen. Es ist einfach, da ist vorne Anfang, hinten Ende, Schleife drum, perfekt Clip. Zack. In kürzester Zeit. Das ist auch selbst diese Hochkant-Scheiße. Da ist ja für sich genommen 3 Sekunden schon der ganze Gag in kürzester Zeit erzählt und er ist wunderbar. Ja. Aber es hat nicht ganz für die Top 10 gereicht. Verdient der 11. Die Kamehameha, hätte ich gesagt. Ja, das war richtig gut. Herr Rodes, bau mal zu Hause aus Pappe bitte eine Kamehameha, die irgendwie 7 Meter lang ist oder 8. Ja, ich habe gesagt, je länger, desto besser. Das weiß ich. Da haben wir da hinten noch irgendwie ein Dings, einen Stock reingetan, damit die nicht umklappt. Ja. Habe ich zuerst mal nützlich gemacht bei Nostarafu TV. Das war quasi die Bewerbungsprobe. Herr Rodes baut eine Kamehameha. Wurde im Übrigen auch in meiner Schule rundherum gezeigt, einer der wenigen Clips, die es in die Waldorfschule reingeschafft haben.
Oh, da hinten ist doch hier da. Also ein bisschen zu viel hier gemacht bei dem Clip, aber egal. Das Dragon Ball Video, das ist schon ewig alt. Da hat er noch richtig Haare gehabt. Das ist guck mal, krass, wie viel Haare er noch hat. Ja. Das hier ist für mich so ein bisschen outstanding, weil das ist ja eher ein Gag für den Videozuschauer. Und nicht wirklich für die Leute, weißt du, die Leute, die hinter dir stehen, checken das null. Es ist nur aus Sicht des Videos. Aber es macht es ja für die Zuschauer umso witziger, dass wenn die Leute sehen, was passiert da eigentlich wirklich, wenn sie denken, die werden komplett lost sein. Ja. Liebe ich. Ja. Müsste man mal wieder machen, irgend so ein Perspektiven-Ding. Ja. Lass mal gleichzeitig. Gut. Oh, der Fahrstuhl ist zurück. Der Fahrstuhl. Das ist aber die 9, das heißt. Das ist die 9, ja, ich hab's richtig gemacht. Wir haben hier Platz 9, der ikonischste und auch älteste Fahrstuhl. Uralt, ja. Den hatte ich damals bei diesem Remiga-Wettbewerb eingesandt, noch auf Dailymotion, Alter. Mhm. Und also wie der Typ wegrennt, voller Panik, aber seine scheiß Orangen um jeden Preis beschützt, das ist einfach nur großartig. Und das hätte ich nie gedacht, dass Leute das so ernst nehmen. Aber das war auch eine andere Zeit. Also wir haben, da muss ich sagen, wir haben diesen Fahrstuhl so eingesaut mit Blut von oben bis unten. Mhm. Und ich bin mir nicht sicher, gemacht. Ja. Hm. Hier gibt es so ein Hochhaus. Das einzige Hochhaus mitten in Weimar. Und da gibt's. Davor war das anscheinend nicht so abgesperrt, wie es jetzt ist. Und da konnte man richtig pranksten. Und das Geile ist, das war noch irgendwie Marvin oder irgend so jemand. Hier, Nico ist noch dabei. Die standen da halt einfach rum. Und der Typ hatte trotzdem übelst Panik. Da hatten wir noch nicht so krass Mühe gegeben, mit die Kamera da so hin und eine Jacke drauf aufs Geländer, dass man die Kamera auf keinen Fall sieht. Und der Typ hatte trotzdem Schiss ohne Ende. Oh Gott. Großartig. Aber er hat ja dann gesehen, dass es nur Spaß ist. Ja, ja, aber auch einer der Clips, wo ich noch nicht im Team war und gesehen habe, Alter, das ist ja lustig. Ja. Ah, ist aber auch lustig. Da steht nämlich noch dieser alte Spruch hier, bitte nicht subscriben, wenn ich das sagen soll und so. Und vorhin war schön so Ausschnitt, support me on Patreon. So drehen sich die Winde. Aber war auch ganz lange damals Kanaltrailer und kam gut an. Also wurde der Remiga ja dann gewonnen? Nee, da gab es irgendein Problem. Ich glaube, da gab es so ein Benny S. Der hat ein Skript geschrieben, das zu gut funktioniert. Das hat zu gut funktioniert. Und dann da konnte man hochvoten, aber da konnte halt jeder offenbar so auf hochvoten, wie er lustig war. Ja. Und wenn man da ein Klickskript oder ähnliches macht, dann ist das eine runde Sache. Ja. Übrigens sieht man in der Spiegelung die Kameramänner? Doch, oder? Ein bisschen wahrscheinlich, ja. Man bemerke auch diesen seltsamen Filter, den ich da draufgelegt habe. Great. Platz da 8. Haben wir einen gewissen Pilz. Da haben wir einen, das höre ich beim Urologen andauernd. Ja. Ja, also für mich auf jeden Fall mit Abstand der beste Clip im Video, logischerweise. Ist so am Ende leider nicht so ganz, aber der musste ohne Musik kommen, weißt du? Und ich finde, am Ende ist der perfekt platziert, der belohnt die Leute, die sich die Endcard angetan haben, ja. Und einfach die Idee, hey, Pilz an den Kopf kleben, Klicker. Ja. Das ist auch wieder so unschuldig. Und dieser Stein, zu dem hast du ja auch eine besondere Beziehung. Der Stein ist quasi das Einzige in der Szene. Den habe ich quasi angemalt. Und da hast du mich gefragt, was wird das? Da habe ich gesagt, Stein. Da habe ich gesagt, Stein. Ja. Ja, hast du da gerade eben Imp gesehen? Ich habe dich gerade gefragt, ob der... Das war Imp. Imp ist der Beste. Ob der da auch absichtlich stand. Ja. Erkannt habe ich ihn nicht bei der. Nein, nein, Frage. Ich ja, würde. Ja, das ist der. Oh Mann. Ja. Haben die einen kleinen Clip, wo ich dabei bin? Vielleicht. Ich hab den schon so weiter drin geschlagen werden. Oh, ja. Das sieht schon richtig aus. Die war schon lange nicht mehr da. Ich hab den Blick gesehen. Ist ja quasi das Leckerchen für die Leute. Au, fuck, ich bin dumm.
Für die Leute, die den Links am Ende geguckt haben. Ja. Weil wie ich auch wieder richtig gut fallen kann, ey, die letzten, so eine Sekunde bevor ich den Boden berühre, so übelst vorsichtig. Das passt doch zur Scheißigkeit des Clips. Ich meine, wir hätten auch so eine Rassel oder so nehmen können, aber nein, du sagst halt klick, klick, klick. Ja, das war ja auch Teil des Clips, Alter. Das ist einfach, das lebt von seiner Schlechtigkeit. Stein, einfach, muss ich das hinlegen, ey. Ich finde aber gut, dass hinten sogar so ein paar Leute entsetzt sind. Mhm. Obwohl es total dumm ist. Der Kicker mit ranzigem Hemd, aber Hauptsache die Schuhe sind grün. Der ist das hier der? Ja. Der Lion King, guck doch mal. Das ist ja alles ein Reich hier, König der Rucksäcke. Erinnerst du dich noch an diesen Moment? Das war nämlich wir haben uns getroffen, wir haben uns verabredet und du meintest, Herodes, schnell, 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 wir müssen jetzt zu diesem Felsen rennen. Ich so, was? Ja, da liegt irgendwie ein Rucksack, ist einmalige Chance, wir müssen das jetzt machen, sonst kriegen wir nie wieder diese Chance und dieser König der Löwen-Tipp muss jetzt gemacht werden. Ist so. Und das Geile ist, die checken ja erst relativ spät, dass du den jetzt irgendwie gefühlt klaust und dann rennen die dann irgendwie erst los. Ja. Ne, ich meine, gut, das hätte auch einfach echt ein Diebstahl sein können. Ich frage mich eh, warum die sich irgendwie 30 Meter von ihrem Dings da wegsetzen. Das ist wirklich eine Frage, die sehr berechtigt ist. Wieso legen die ihre Taschen da oben drauf? Und wieso muss die Tür zu sein? Alter, das ist einfach so unwahrscheinlich, dass sich so eine Situation ergibt. Aber ich bin halt wirklich irgendwie anderthalb Jahre da immer mit dem Fahrrad, wenn ich zu dir oder zu Anna gefahren bin, immer an diesem Felsen vorbei und dachte so, Alter, das erinnert mich so an Löwenkönig. Hm. Ne? Löwenkönig, König der Löwen. Und in dem Moment, Alter, fahre ich da vorbei, ich sehe das und ich, ach du Scheiße, und ich habe so gehofft, ich glaube, ich habe da auch noch kein Smartphone. Ich wollte gerade sagen, es war die Zeit vor Smartphone, da hätte ich auch schlecht anrufen können, wir haben uns über Facebook verabredet und wenn man da nicht war, war man da halt nicht so, also. Und was du halt sagst, dass die da unten sitzen, aber ihre Rucksäcke da oben haben, es ist so unlikely. Ich kann mir sogar vorstellen, ich weiß, ich habe nicht sogar jemand in den Kommentaren geschrieben, das sei gestaged, weil das unlikely ist. Ja, aber super geil. Hat deswegen natürlich auch ein ganzes eigenes Video bekommen. Und es ist halt nicht nur der Gag mit Nase Penya hier, bla. Hm. Das ist halt, also die Sahne noch oben drauf. Wald einfach. Dass der mir hinterher rennt, es ist einfach aus. Ich klaue den Rucksack und renne irgendwie zum kleinen Wald rein. Ich meine, gut, kann halt sein, ne? Aber klar, dieser angekündigte, ich klaue jetzt den Rucksack. Alter, das wäre noch besser, das wären 110% gewesen. Na, ich klaue jetzt den Rucksack. Tja, damals waren wir noch nicht so witzig. Ja, Mist. Aber das heißt, wir haben uns weiterentwickelt. Perfekt. Nee, oder auch nicht. Natürlich, damit habe ich gerechnet, der Rocco. Kleinstein, du bist dran. Da hatte ich mir eh die ganze Zeit so überlegt, boah, die scheiß Reihenfolge, erst Kleinstein, dann Kleinstein, du bist dran, dann werfen und aufheben. Da weiß ich noch nicht, ich war da irgendwie so richtig konzentriert. Ich glaube, in dem Clip habe ich Gorke kennengelernt, kann das sein? Keine Ahnung. Der hat mich dann immer wieder auf diesen Clip angesprochen. Ich glaube, in dem Clip habe ich Gorke kennengelernt. Das fällt mir jetzt erst wieder ein. Schön, dass du auch Gorke und nicht Gurke sagst. Ja, ist auch Gorke. Gorke ist ein Mensch übrigens. Nicht, dass du jetzt denkst, irgendwie Gorke ist, falls ich ein Fantasiefreund. Die Oma im Hintergrund. Die guckt ja vielleicht, geil. Vielleicht wurde aber die Zeit. Die ist ja komplett entsetzt. Guck sie mir an. Die kommt ja gar nicht klar. Muss auch sagen, während das andere vom Clip an sich lebt, wird das noch ein bisschen elevated durch das Editing. Also wenn die Einblendungen nicht wären, fände ich das auf jeden Fall schlechter. Und der Fakt, dass ich mir häufiger anhören darf, dass ich eine Ähnlichkeit zu Rocco habe, ja, gut genutzt wurde in dem Clip. Und unsere gemeinsame Oma Hanni, die Frau von eben jenen Opa von neulich, die hatte dieses Ding meiner Mutter geerbt, dieses grüne da. Ah, okay. Und das hing halt 20 Jahre bei uns im Schrank. Okay. Und das dann haben wir eine grüne Weste gebraucht und low budget. Die wieder verwendet haben, die kann man schon auch weg oder zurück in den Schrank gehangen. Die ist ziemlich sicher bei ihm im Keller jetzt. Sie taucht auch dann erst auf. sie kommt erst in der Stein auf. Sie ist irgendwie verbunden mit dem Stein. Radfahrer, vielleicht ist sie im Burg. Wir müssen so eine ganz heiße Sache auf der Schnur. Jetzt!
Ich habe auch ganz oft gelesen in Kommentaren von wegen, ey, wie kannst du den Tauben das antun, wenn sie treffen können? Ich bin überrascht, wie weit der Stein gerollt ist, aber ich habe 1 bis 1,5 Meter neben die Tauben geworfen, selbstverständlich. Ja, aber ganz ehrlich, die Tauben, die sind doch viel schneller als so ein Stein. Die checken das doch. Wie gesagt, selbst wenn, ich habe ja nicht auf die Tauben geworfen und wenn der dadurch, dass er da hingerollt ist, okay. Aber ich glaube, das checken die selbstverständlich, ne? Und das sind ja flüchtende Tiere. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn er so eine Taube getroffen hätte. Also nicht, was dann mit der Taube passiert wäre, sondern was dann die Reaktion gewesen wäre. Was mit der Taube passiert, ist mir klar. Das Brot, das da geworfen wurde, übrigens nicht von uns. Ja. Ich glaube, das hat irgendjemand eingeworfen, dem wir dann das so die da, Taube. Da ging mir kurz die Muffe, Alter. Du kommst so raus und die fliegen hoch, da dachte ich so, scheiße, Clip versaut. Aber die sind zum Glück geblieben. Sehr geil. Auch dass die Leute daneben perfekt platziert sind. Das ist eine runde Sache einfach. Und dass du aus der Wiese rauskommst, ist ja auch so gut. Na ja, klar. Weil das Ding ist ja auch richtig dornig. Der hat sich ja bei Mario auch dieses kleine Kind dran fest dann geheult, wo du dich dann kümmern musstest. Ich glaube, das ist dein Gewissen immer noch schlecht, deswegen, weil das Kind hat ja dich nachgemacht. Mhm. Und dann mit den Füßen durch, das ist echt unangenehm. Das geht durch die Schuhe, das Zeug. Das ist echt eklig. Was nicht eklig ist, Was nicht eklig ist, ist der nächste Platz, das kann ich dir sagen. Okay, jetzt ist wieder was mit Spucke. GTA 5. Mit Feuerlöscher. Mit Feuerlöscher. Hab ich doch gesagt. Da ist er. Da habe ich auch tatsächlich. Alarm! Alarm! Der Bombenbringer von der Feuerwehr. So, hier ganz kurz. Ich muss sagen, ich habe da echt überlegt, den auf die 1 zu setzen. Aber der ist sehr, sehr gut. Der ist sehr, sehr gut, aber der ist halt jetzt nicht unbedingt witzig. So. Ja. Aber dadurch, dass dieses Video, dass wir auch irgendwie alle am Start waren und das GTA 5 Video ist halt eh so ein Magnum Opus. Das ist sehr Elite, dieses Video, ja. Da steckt auch wirklich alles, da haben wir, glaube ich, alles. Alle Ressourcen, da hat selbst Kalle noch irgendwie so einen 3 Jahre alten Fliegegutschein reingehauen, den er noch hatte, nur um 2 Sekunden Clip zu haben, wie er in einem Flugzeug sitzt. Das musste perfekt werden, dieses Video damals, weil dieser Hype auf GTA 5 auch so krass war. Und wir dem irgendwie nicht jetzt wegen Klicks gerecht werden wollten, weil wir wussten, das Spiel könnte so geil werden, das Video muss dem gerecht werden einfach. Ja. Ich glaube auch aus diesem Antrieb heraus. Das Video war fertig, dann war Kalle irgendwie 2 Tage vor Release im Saturn und man durfte GTA da schon kaufen, obwohl noch nicht Release war. Dann hat er das gezockt und hat gesagt, Alter, es gibt hier so eine krasse Ragdoll. Und dann sind wir extra nochmal losgerannt, um diesen einen Clip, wie er vor die Wand rennt. Ist da auch so eine Oma? Richtig. Also diese Clip wahrscheinlich auch wieder stellvertretend für das ganze Video. Aber auch hier, Alter, der Böller, das Gas hier, das ist schon der Feuerlöscher, das fucking Spielgeld, das ist. Nee, aber so zum Thema Böller habe ich noch was zu sagen. Weil wir hatten ja einen Böller gezündet und der sollte knallen, wegen Sprengen, was überhaupt, Tresor aufgesprengt oder so. Ja, ja. Aber was wir nicht bedacht haben, einen Böller zu zünden in der Wolke von einem Feuerlöscher, der ist natürlich einfach wieder ausgegangen. Ich glaube, diese Explosion haben wir einfach eingefügt, kann das sein? Oder haben wir 2 Versuche gemacht? Ich glaube, wir haben noch einen gehabt. Also ich habe nicht nur einen Böller mitgenommen. Auf jeden Fall, das war auch so ein Clip, wo wir haben hinten an diesem Haus, bevor wir den gedreht haben, den Clip auch ewig gewartet, bis es perfekt war von den Leuten her. Wir haben auch, glaube ich, telefoniert vorne mit der Kamera oder so. Ist jetzt gut? Da kommen übelst viele Leute jetzt. Ja, genau. Ja. Also der musste auch wirklich perfekt. Wir hatten ja nur einen Shot. Ja. Mit der Feuerlöscher, wir haben ja nicht. Ja, und vor allem dieses ganze Geld dann wieder aufsammeln, so ganz peinlich. Oh, Leute, müssen nochmal. Ja. Richtig runde Sache. Ich persönlich finde ja bei diesem Essen viel ein bisschen Wok. Kannst du mal mit noch mehr Wok versuchen? Nein. Dann muss ich gehen jetzt mal. Ach, das? Kochen Sie mal. Kosten Sie doch mal. Kommt natürlich nicht ganz ran an die Epic von GTA, aber dieser Gag ist einfach so scheiße und so gut gleichzeitig. Ja. Er ist gut. Das wortwörtliche i-Tüpfelchen am Ende dieses Endstück Gurke bei ihr das Leben zu legen, ist einfach. Wir haben das ja noch ein zweites Mal gemacht bei so Mädels, aber der Clip ist viel besser. Leute, du Gurken! Das ist halt die perfekte Mischung aus respektlos, aber man hinterlässt auch nicht wirklich einen Schaden. Ja. Weil eine Gurke hinterlässt ja keine Flecken oder so. Hätte man jetzt mit Ketchup voll gesprüht, wäre gar nicht gegangen. Ja. Aber es sind halt einfach Gurkenscheiben. Es ist halt nur Wasser. Kein Mensch denkt sich, ich ärgere mich, mich hat jemand mit Gurkenscheiben voll berieben. Also ich glaube, die Frau wird sich auch gedacht haben, das ist jetzt, ich kann das nicht, wo
ordnet man das ein? Ist das, ja, jetzt, ist das jetzt anstandslos? Ist das jetzt witzig? Ist das jetzt verrückt? Aber ich muss sagen, ich glaube, aus heutiger Sicht sind so die Kellner-Videos tatsächlich mit die schwierigsten, weil halt auch einfach bei fremden Geschäften das zu machen und so, weißt du? Ja. Da kann ja sonst was bei rumkommen, aber... Ich finde, das macht's halt gut. Auf jeden Fall. Aber wo hat er das Schneidewerkzeug her? Aus Muttis Küche? Was sich hier schon zeigt, was wir vielleicht gleich nochmal sehen, ist, dadurch, dass das so eine hilflose alte Frau ist, hebt es den Gag für mich halt auch nochmal ein bisschen an. Ja. Ja. Also hilflose alte Frau. Ich verstehe, was du meinst, aber wie gesagt, es ist und bleibt ja ein Scherz, ja, der ihr den Tag nicht versauen muss, der ihr keine Arbeit macht, keine Mühe macht. Okay, klar, sie muss die Gurken runter machen. Nicht so viel! Das ist so gut, Alter. Ja, auch oh, danke. Sie sagt am Anfang auch noch danke, Alter. Auch oh, danke. Ja, nicht so viel. Warum sollte ein Kellner jemand mit Gurken voll reiben? So? Ja, ich habe ja gesagt Gurkensalat. Ja, ich meine, du hast... Definiere Salat. Du hast ihr Gurken in ihren, an ihren Armrand geklebt da ja noch. Ja, welcher Kellner würde das machen und einfach weggehen? Like, er geht ja nicht mehr zurück ins Restaurant, er geht ja einfach weg. Das ist so... Oh, fuck, Alter. Das Einzige, was hier schade ist, der Ton ist halt richtig kacke. Man sieht ja auch, ich habe deutsche und englische Untertitel. Also wäre der Ton noch besser, wäre das vielleicht auch Platz 1 geworden. Ich weiß nicht, es ist so gut. Ja, natürlich. Natürlich muss die Wall of Death. Wie gesagt, muss ich neidlos anerkennen, das ist sehr, sehr, sehr gut überlegt. Es ist auch, das versteht auch jeder. Weißt du, bei dem Gurkending, da können Leute sagen, das ist nicht mein Humor oder hey, was soll das? Oder das ist zu respektlos. Aber das ist genau das richtige Level an dumm und unschuldig. Das ist in real life wirklich beispielhaft umgesetzt. Ja. Auch der Zoom raus ist perfekt, Alter. Ja. Das Einzige, was ich im Video verkackt habe, und das aus Versehen, der Song war eigentlich viel länger und ich habe den halt gekürzt und das so ineinander geschoben. Und es war perfekt, aber kurz vorm Rendern bin ich irgendwie nochmal dran und habe das so leicht verschoben. Und jetzt hört man halt im Video wieder die zwei Songparts so ineinander überfaden. Das okay, weiß ich gar nicht, ob ich das wahrgenommen habe. Wahrscheinlich nicht, wenn man es nicht weiß. Das macht die Clip ja auch nicht zum schlechten Clip. Oh, Wall of Death. Oh, da ist er noch 12. Dieser Kontext übertragen in Leute, die über eine Ampel gehen. Ja. Kein Gramm Fett. Ist so. Es wäre vielleicht noch geiler gewesen, wenn einer mitgemacht hätte, aber eigentlich, ich glaube tatsächlich nicht. Perfekt. Die sollen sich ruhig... Ja, die so anrufen, kommen sie natürlich. Das Timing ist aber weil die halt auch einfach auf die andere Straßenseite müssen. So. Stirbt ein Schelm? Oder? Also wenn du die Straßenverkehrsordnung erklärst, weil wer stirbt dann? Also sicherlich. Eine Schirle, wie heißt er? Verkehrsminister. Ich komme nicht drauf. Ja, Schirle. Verkehrsminister André Schirle. Hey, wie heißt der? Der heißt so sehen, ich komme gerade nicht drauf. Nein, der Alte, der jetzt raus ist, der Böse. Ach hier, ich habe ihn vor Augen, der Bayer da. Warte mal kurz. Wie heißt dieser Scheuer? Ehemalige? Ja. Ist gerade eingefallen. Aber heißt er nicht auch André? Andi Scheuer. Andi, ah, deswegen Schirle, deswegen Schirle, Alter. Logisch. Schwierig. Heutzutage schwierig. Ja, auf jeden Heutzutage Fall. Heutzutage finde ich das wirklich schwierig. Ich fand das witzig damals. Ich finde es auch heute noch witzig, aber ich finde es zusätzlich total verwerflich. Ja. Aber das macht es so gut. Also ich muss sagen, dieser Gag, den habe ich ausgereift. Also da bin ich rausgewachsen, weil ich weiß halt, was die Kinder eventuell fühlen können. So. Das ist dumm. Dass sie vielleicht denken, sie werden bestraft. Oder jetzt machst du ja meine Top-Liste kaputt. Ich weiß es. Pass auf. Also du musst mir nicht reinschneiden. Ich schneide dich rein. Und warte, jetzt fliegst du so hoch. Oh, Herr Rodes. Nein. Warte mal, nochmal. Was? Warte mal, das. Oh, Herr Rodes, wo fliegst du hin? Hilfe! Robin, komm hilf wieder runter. Mir. Warte, ich zieh dich runter. Dankeschön. Oh, jetzt bist du wieder neben mir.
Okay. Es ist ein bisschen ausgeartet gerade. I'm sorry. Das war der Schnitt. Vor allem, du sagst eben, aus dem Gag bist du rausgewachsen. Dann machst du so eine Scheiße, weißt du? Ich meine nur, dass, ja, damit tue ich dir keinen weh. Das, wie gesagt, also, was ich halt... aber wir haben den Kindern immer noch was Richtiges gegeben, oder? Ja, wir hatten ja, auch was Anschluss dabei. Immer noch was Richtiges gegeben. Ja, und wir hatten das, also das war ja auch fein so. Aber ist natürlich übelst schlimm trotzdem. Ich meine, im zweiten Teil haben wir, glaube ich, irgendwie einem Kind so Call of Duty gegeben, so ab 18. Ja, so, und kippen. Und dann waren die Eltern dann so, hä, nee, gib das irgendwas mal weg jetzt. Die kippen, aber ich finde halt Müll noch in der Ecke besser. Ich nee, weiß, also, sagen, ich finde es witziger, wenn der Weihnachtsmann Kind ein Kippen schenkt. Das tut mir leid. Das ist für mich leider sehr, sehr das lustig. Das ist witziger. Ja, dann blende ich das auch ein. Also, ich muss jetzt nochmal ganz klar sagen, ja. Ich finde das aus heutiger Sicht nicht mehr so nett. Nee. Würde das heute auf jeden Fall nicht mehr so machen, aber in keinster Weise bereue ich, dass ich das damals, oder also Kalle und ich weiß gar nicht, wessen Idee es war, aber dass wir das gemacht haben, bereue ich auf keinen Fall, weil es ist einfach, es ist witzig. Es tut mir leid für alle. Also wenn du, wenn ich jetzt jemand fragen würde, hey, willst du das ungeschehen machen? Ja. Würdest du nicht sagen, ich mach's? Nee. Okay. Da bin ich vielleicht anderer Meinung. Aber ich sag mal, das Weihnachtsvideo hat auch viele lustige Clips, die dann auch immer da wären. Sehr, sehr scheiß Ranking hast du da. Da bin ich jetzt mal gespannt, was die Leute in den Kommentaren sagen. Wie steht ihr zu diesem Clip? Bin ich gewissensherold. Ich würde, wenn ich als Kind irgendwie eine Flasche Müll bekommen hätte, hätte ich mich gefragt, was habe ich falsch gemacht? Das hätte mich bestraft. Die Flasche umarmt, Alter. Es ist einfach, es ist eine runde Sache. Vielleicht interpretiere ich auch so wie rein, dem Kind ist das scheißegal, das am nächsten Tag wieder vergessen. Ja, ey, mit dem Kind haben wir auch hinterher gesprochen, Mann. Es ist alles cool, wir machen ja Spaß, ja, okay, und so. Alles klar. Aber Alter, es ist halt noch verwerflicher dadurch, dass das wirklich einfach random Müll ist. Das ist halt nicht von uns eine Tüte. Weil halt nicht mal die Frage ist, was da eventuell alles dran klebt. Da kannst du dann irgendwie noch so ein Kondom dran bauen. Ja. Also, schwierig. Aber gut. Ein guter Deutscher schmeißt ein Kondom in den gelben Müll. Aber es ist gar kein gelber Müll. No. Oh, Alter, ist wirklich einfach. Wir hätten halt einfach einen gelben Sack nehmen können und da halt Pappe und Müll reinmachen können. Du mit deiner Pappe, Alter. Hey Robin, was machen wir im nächsten Video? Was für ein Pappe können wir machen? Es ist einfach Müll aus dem nächsten Mülleimer. Es ist so gut. Ja, war der Aufwand, oder? Also ich meine, der Müll war halt da, ne? Ja. Ich meine, die Szene ist tatsächlich gestaged. Naja, ja klar. Aber die Tüte ist wirklich aus dem Müll. Ja. Weißt du, wie ist auch diese Kostüme sind auch immer eklig von uns, ne? klar nimmt er das auf seinen Rücken drauf, wo daneben sonst was lag, Alter. Es ist einfach eine Restmülltonne. okay, puh. Also ich finde den sehr, sehr witzig. Kommen wir zu Platz 1. Ich finde, sie machen richtig gute Arbeit. Das muss gefeiert werden. Das ist ein wholesome Clip. Das ist ein sehr wholesome Clip. Dafür kommt viel zusammen. Es ist ein Gamescom-Clip. Es sind ganz viele geile Leute beteiligt. Guck, da ist Heinrich. Der sitzt gerade nebenan und macht Scheiße. Da bist du. Da sind geile Leute dabei. Ja. Dion, da. Oh, da, Dion. Da, ja. Ganz frisch. Grau, ja. Guck mal, es zoomt rein und sie lächelt. Das ist einfach, da stimmt alles für mich. Ja, das ist perfektes Intro für ein geiles Video. Und das musste ja einfach rein, weil Gamescom-Clip musste auf jeden Fall rein. Das war die fetteste Community-Aktion, die wir auf der Gamescom hatten, glaube ich. Also von Manpower her. Also ich habe auch kurz überlegt, den noch mit reinzunehmen, aber ich habe den hier stellvertretend, nämlich dein We Are Alive-Clip. Okay, fair. Das sind mehr Leute tatsächlich. Aber da haben aber Leute rangewunken, die einfach nur aus der Cosplay-Community waren. Ja, okay, ja, gut. Aber da trotzdem halt so ein Wall an Menschen... Ist dann schon geil. Und hier, sie machen richtig gute Arbeit. Das sie weiß ja sicherlich auch, dass das ein Flashmob ist und alles, aber ja. Sie nimmt das ja trotzdem positiv hin. Insofern ist es ein guter Clip im Hinblick auf gut sein, ja. Gute Dinge tun. Und da auch wieder dieses Ding, diese hässliche Tröte, diese blaue, die auch bei mir ein Jahr lang im Schrank lag. Und dann irgendwie, hey, jetzt muss man das mal verwenden. Und jetzt haben wir es da verwendet und kurz danach im Trolling Singer auch nochmal. Ganz vorne im Bild sind so ein paar Leute, die in die Gruppe rangehen, irgendwas sagen, dann wieder weggeht. Waren die überhaupt von uns oder waren das Leute, die gedacht haben, da ist wirklich was? Wahrscheinlich dachte da wieder jemand, da gibt Gronkh Autogrammstunde. Das war so. Auch so geil, wo wir uns vor den Mülleimer angestellt haben. Ja. Und ohne zu gucken, oh, da gibt Gronkh Autogramm. Ja, also das mit dem Mülleimer oder sowas hätte ich auch mit reinnehmen können, aber... Ne, da kommen irgendwelche Leute so, die gucken jetzt so, was ist denn da? Hüllelüt, na gut, dann gehen wir wieder.
Und ich möchte an dieser Stelle noch von Scamelion den Song, also das Ska Neue Deutsche Welle Medley hervorheben, weil das passt so perfekt. Es ist so geil. Und überhaupt die ganze Band, ne, kennst du ja auch von What is Love, ist die gleiche Band von Operation Roxbury. Ja, das war unsere Liste. Wenn wir irgendwas vergessen haben, also ich eher jetzt, ich habe Herr Rodes mehr überrascht. Wenn wir irgendwas vergessen haben, abonnieren, favorisieren, Like nicht vergessen und im nächsten Video sehen wir uns wieder. Die Kamera filmt uns immer noch. Ja. Vielleicht. Aber Robin wird ja schneiden. Ja, ja, der wird das schneiden. Er hat auch gesagt, er freut sich auf meine Reaktion, aber ich habe das in Frage gestellt. Ich wollte noch sagen, schreibt in die Kommentare gerne, was eure favorisierten Clips sind, weil ich bin die Videos alle durchgegangen und es kam immer mehr. Es war richtig hart. Ich wollte eigentlich eine Top 20 machen. Erst eine Top 10, dann eine Top 20, ja 25, mein Gott. So, und es kamen immer mehr Clips dazu und ich habe garantiert welche vergessen. Deswegen lasst uns gerne wissen, was ihr denkt. Ja. Also wie gesagt, ich bin mit dem zweiten Platz nicht so einverstanden. Was war nochmal der dritte? Der dritte war Wall of Death. Ah. Ja, was wolltest du auf die zweite? Also mir hat jetzt tatsächlich Roxbury gefehlt. Diese CD und so. Ja, das Ding ist mit der CD, das war ja im Original auch so drin. Das haben wir mehr oder weniger nur nachgestellt. Deswegen habe ich das da nicht drin. Okay, ja, okay. Aber ja, es ist witzig, weil wir machen es halt auf der Straße und bleiben stehen und so. Ich verstehe schon. Aber ja, ja. Aber auf Top 2 dann halt nicht. Fällt dir irgendein Banger jetzt noch ein? Nee, du, also nee. Schwierig, ne? Keine ein. Dann rutsch mal alles einfach hinten nach und also deine Liste ist quasi 2 raus, alles nachrutschen, Roxbury auf die 25 hinten dran. Ja, wenn du meinst. Ja. Nee, also ich fand die Weihnachtsmann-Video hat ja auch geile, zum Beispiel, ich finde viel lustiger, wo Kalle da sich in diesem Baumsack da durch diese Tannenbaumsäcke, das fand ich viel lustiger als das Verschenken. Aber es ist individuell, du hast ja die Liste gemacht. Ja, es gibt noch einen anderen kritischen Clip mit einem Kind, auch im Weihnachtsmann-Video. Mhm. Und zwar kommt ein Wichtel an und sagt hier, oh, willst du ein Schokoladending haben? Und dann wird er verprügelt. Und dann wird er verprügelt vor diesem Kind und seiner Oma. Und dann sagt Kalle so, ja, die Inflation geht am Weihnachtsmann nicht vorbei. Oder Wirtschaftskrise geht am Weihnachtsmann auch nicht vorbei. Also den finde ich schlimmer, wenn man immer später lachend weggeht. Aber was geht denn immer schlimmer? Ich fand zum Beispiel, wo der Typ rückwärts auswendet. Ja. Und Kalle haut davor und sagt, ah, du hast mich angefahren. Versicherungsbetrug, doch. Genau, mäßig so. Hat er dann auch aufgeklärt, mehr oder weniger, hat er gesagt, hier, komm, nehmen Sie einen Bonbon und zu. Aber der hat ja auch hervorragend, ja, ist gleich aufklärt, hallo. Bonbon. Oh, komm, hast mir einen Arm gebrochen, ja, nimm einen Bonbon. Komplett gemein, weil Kalle sich ja, der Typ hat ja ins Spiel geguckt, alles. Der Kalle hat sich hinten ins Auto geschlichen und draufgehauen. Ja, da fand ich auch sehr hilarious. Ja. Honorable Mention, das ist kein Nostrafo-TV-Clip. Ach komm. Schauen wir mal, wir machen jetzt noch die Honorable Mentions. Wir machen noch, wir sind 2 Minuten, dann sind wir durch. Ich bin enttäuscht, da war kein Video von mir. Ja, du bist unwitzig. Da haben wir Honorable Krebsfrau-Geschichte. Die Krebsfrau-Geschichte. Ich weiß nicht. Die Krebsfrau-Geschichte blende ich gleich komplett ein, dann ist das Video vorbei. Aber die konnte ich ja nicht reinnehmen, weil es war erstens nicht auf dem Hauptkanal, zweitens kein geplanter Gag, aber das ist einfach. Das ist so ein... Es ist auch nicht mal ein Video. Einfach. Ja, es ist einfach nur Erzählung von einem Abend, den wir verbracht haben. Aber ich bepiss mich jedes Mal. Also wie wir das auch erzählen und wir können nicht mehr. Und ihr hört es euch dann einfach an. Ja, das ist so ein Padumcast irgendwie. Genau. Und dann noch Admiral Aquard, Obvious Knie. Ich war also Captain Obvious, erinnerst du dich? Habe ich neulich mal wieder geguckt. Das ist echt lange her gewesen. Und der Moment, wo ich erkläre, ey, mach doch jetzt mal, dass du dich so ganz interessiert nach vorne lehnst. Auf dein Knie. Und du hast, weiß ich nicht ganz verstanden, was ich meinte wahrscheinlich. Nicht aufgepasst, irgendwie sowas. Und hast da so Stretch-Übungen vor dir halten. Und dann erzählst du so eine Scheiße. Sie hält ihr, sie spricht Englisch und sie hält ihren Fuß ins Wasser, findet es aber kalt, aber sie will sich auch erforschen oder irgendwie. Oh, changing the state of the foot. Sometimes wet, sometimes hot. Das ist. Sometimes wet, sometimes dry, irgendwie ist sowas. So, ja. Sometimes wet, sometimes dry. Ja, ich habe ja auch einen sehr begrenzten englischen Wortschatz. Und da kommt ja so. Das ist einfach so gut. Und da so. Aha. Okay. Oh, fuck. Cooling your feet. Ja, also Admiral Aquard ist auch einfach... Dann wärst du korrekt im Englischen. Changing state of the Vizal. Es ist perfekt so. Wie hättest du korrekt gesagt? Nee, es ist perfekt so. Switching und dabei hier diesen Move auf den Knie.
Du sagst schon, die Kamera hinten ganz, was macht der da? Oh, fuck. Ja, das musste ich auf jeden Fall noch loswerden. Also Leute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schaltet wieder ein, wenn es heißt, Herr Rodes macht Knieübungen. Button wird penetriert, Alter. Button wird so hart penetriert, er zeigt euch an. Unter Video findet ihr das kleine Bratwurstglöckel da auf jeden Fall drauf. Warum ist denn die Tür hier zu? Weil wir sonst dem Ton doppelt haben. Wir sind jetzt professionell. Jetzt mach an, wir müssen schon jetzt Gags filmen. Es ist doch an. Aber die Kamera nicht. Ach so. Ich mach du. So. So. Ja. Ah, mit Kamera. Ah, ja. Der steht hinten auf dem Auto. Ich dachte, wir fallen so ein bisschen. Das ist nicht gefährlich, der fällt doch runter, oder nicht? Das ist zu essen. Und spielt. Mach die Scheißtür zu. Wir haben keinen Sound in mir. Ja, wir auch nicht. Das hört man doch sonst auf der Kamera. Wir haben einen Trolling Singer ohne Sound. Herr Robert wieder zwei Stunden lang aufgebaut. Ah, wo geht's weg? Oh. Technische Schwierigkeiten. Warum ist das, wie das ist, Alter? Und natürlich ist es ganz klar, dass in so einer Situation der Sänger meinte dann, ey, ich habe großen Respekt davor, dass du hier hochkommst und das mit diesem Mut. Und wir haben halt leider Hut verstanden. Dass du hier hochkommst mit diesem Hut. Vorstellen, dass das ein Hut ist, war einfach unglaublich. Die Vorstellung, dass der Sänger auch die Situation vielleicht nicht versteht, weil keiner es erklärt und von weitem singt, dass sie vielleicht wirklich einfach nur einen ganz komischen Hut auf. Das filmt seit einer Stunde. Echt?